Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum 13. Teil in der Rubrik My First Trade. Ja, ich habe heute an den 13. Teil einen Coach an meiner Seite, der schon sehr, sehr lange beim Traders Club 24 ist, den Lennart. Lennart, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Moin Carlos, moin alle zusammen. Ja, mir geht's hervorragend. Ich freue mich, heute dabei zu sein und ja, hoffe, dass ich auch oder dass wir heute einen coolen Mehrwert mitgeben können für die Zuschauer, dass sie danach ein bisschen mehr über gleitende Durchschnitte wissen. Genau, wir starten heute mit einem kleinen Teil, also eine Vorspeise. Die Hauptspeise wird es im nächsten Video gehen, da werden wir Deep Dive machen, da werden wir tiefer in die gleitenden Durchschnitte gehen. Gleich die erste Frage, Lena, gleitender Durchschnitt kommt ja aus der technischen Analyse, genau. Einer der beliebtesten Indikatoren. Welche gleitenden Durchschnitte würdest du sagen, ist so der durchschnittliche Trader nutzt? Welchen gleitenden Durchschnitt? Also ich würde sagen, so die bekanntesten, also die wahrscheinlich jeder auch schon mal gehört hat, der sich ein bisschen mit gleitenden Durchschnitten auseinandersetzt oder mit dem Trading, ist der 200er, ganz klassisch. Und den 50er würde ich noch erwähnen, der ist auch, ja, wird sehr viel verwendet und gerade auch, was man ja kennt, vielleicht auch viele schon mal gehört, Golden Cross, da mal schon mal vorzugreifen, wenn der 50er den 200er schneidet von unten nach oben, dann spricht man oft davon halt, dass ein Aufwärtstrend bevorsteht. Genau, 100er, ja was ist denn ein 100er, 100er PS, nein, 100er gleitende Durchschnitt und da kommt es drauf an, meine Damen und Herren, auf was für eine Zeitebene wir letztendlich unterwegs sind und je höher die Zeitebene, desto sicherer auch letztendlich die Indikation eines gleitenden Durchschnitts. Meine Damen und Herren, wir haben ja gesagt unter dieser Rubrik, wir wollen euch gemeinsam hinbringen, eine Strategie zu entwickeln und die auch gemeinsam umzusetzen. Dazu muss man natürlich wissen, was sind eigentlich gleitende Durchschnitte? Lena hat das eben schon erwähnt, es gibt verschiedene Formen, 100er, dann gibt es noch exponentiell, smooth und so weiter und so fort. Das werden wir im nächsten Teil mit euch durchsprechen. Also lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und ich möchte Lena die nächsten Male auch bei den Videos immer dabei haben, dass wir auch eine andere Perspektive auf diese ganze Geschichte gehen. Heute werden wir uns aber der Strategie etwas nähern und wir haben eine Strategie, die wir mit euch gemeinsam umsetzen auf Tagesbasis und Wochenbasis. Das heißt, für alle, die sich das Video auch abends anschauen, man kann diese Strategie auch nebenberuflich umsetzen. Und wir arbeiten hier mit einem 5-Tagesdurchschnitt, dem 5er, und zwar mit speziellen Einstellungen. 5er smoothed auf High, 5er smoothed auf Low. Das heißt, die sind nochmal geglättet, aber was man sagen kann, ich gehe mal ran und Lennart kann das schon ein bisschen erzählen, was bedeutet eigentlich ein 5-Tagesdurchschnitt? Genau, also wie der Name schon sagt, 5-Tagesdurchschnitt, da kann man ja schon ahnen, Durchschnitt steht ja immer für einen Mittelwert und 5 Tage bedeutet dann halt dementsprechend, dass wir uns die Kurse, der Carlos hat es eben schon erwähnt, es gibt angewendet auf den Höchstkurs, Tiefskurs, Schlusskurs, Eröffnungskurs und man nimmt eben die Kurse der vergangenen 5 Perioden, also der vergangenen 5 Handelstage und teilt diese Werte dann durch 5, jetzt mal so ganz grob erklärt, das trifft dann nicht auf alle Moving Averages zu, aber ganz grob nimmt man die 5 Werte, teilt die durch 5, so zumindest beim Simple Moving Average und hat dann diesen Mittelwert eben. Und ja, eine Sache noch, die ich da vielleicht in den Raum werfen würde, wir werden sehr oft gefragt, ob das, mit was wird das sehr oft verwechselt bei uns hier, diese zwei Smooth Moving Averages, weil sie so schön übereinander mit liegen. Bollinger Bänder. So ist es. Mit genau. Bollinger. Also es sind keine Bollinger Bänder so und jetzt gehen wir rüber. Meine Damen und Herren, wir sehen hier so Regenbogenfarben. Also ihr kennt das ja, montags ist ab und zu mal Montagsmaler hier. Sondern das sind zwei gleitende Durchschnitte. 5er smoothed auf High, das ist hier oben. 5er gleitende Durchschnitt, smooth auf Low. Jede Software der Welt, jeder Broker bietet diese Einstellung an von den Parametern. Und dadurch, dass wir uns der Strategie nähern, gebe ich Ihnen eins heute schon vorweg. Wir werden uns, wie gesagt, nächste Woche mit allen gleitenden Durchschnitten, die relevant sind, auch um lange Trends zu erkennen, auseinandersetzen. Aber heute gehen wir wieder einen Schritt weiter in unsere Strategie. Wir hatten ja letztes Mal gesprochen über die sogenannten geglätteten Kerzen, Heikin-Ashi-Kerzen. Und jetzt haben wir hier, und ich mache das mal mit einer blauen, einer roten Kerze, wenn wir also, obwohl wir All-Time-High im DAX ja hatten die Tage, wir davon spekulieren, dass der Markt vielleicht kippt, wäre unser Ansatz jetzt, meine Damen und Herren, wir haben eine rote Heikin-Ashi-Kerze, links der Eröffnungskurs, rechts der Schlusskurs und diese Kerze schließt unterhalb und jetzt, meine Damen und Herren, smoothed out low, unter diesem unteren Band auf Tagesbasis, dann würden wir ein Short-Setup haben. Würden wir ein Long-Setup haben, Lennart, würde die Kerze praktisch so aussehen. Das heißt,
Wir haben links den Eröffnungskurs, rechts den Schlusskurs und die Kerze müsste oberhalb des oberen Bandes schließen. Genau. So, das klingt für viele erstmal nach böhmische Dörfer. Wir werden das Ganze aber aufdröseln. Wichtig ist, glaube ich, Lennart, bei einer Strategie, dass man ein klares Regelwerk hat. Was könntest du aus deiner Erfahrung noch sagen als Coach bei uns im Traders Club? Ja, absolut. Also klares Regelwerk ist meiner Meinung nach auch das A und O. Ich finde oftmals gar nicht, dass so wichtig ist, okay, welche gleitenden Durchschnitte nehme ich oder welche Indikatoren generell nehme ich, sondern eher, dass man einen klaren Plan hat. Also auch viele Trader fragen mich auch oft, also die ich bei mir in der Betreuung habe, okay, kann ich auch 1,5% Risiko machen oder kann ich 2% oder kann ich auch noch Indikator XY hinzunehmen? Und meine Antwort ist meistens, also aus meiner Brille heraus, solange es gut geplant ist und man einen klaren Plan hat und auch probiert immer wieder das Gleiche zu machen und dann nicht einmal sagt, okay, ich probiere mal 2%, okay, ich nehme mal den 100er gleitenden Durchschnitt und den 5er, jetzt nehme ich mal 200er. Also solange man da so eine Kontinuität reinbringt und das Ganze gut plant, so finde ich zumindest, ist alles in Ordnung. Sehr gut. Und dann mache ich zum Abschluss nochmal der Plan, meine Damen und Herren. Das, was Sie jetzt zum Üben für nächste Woche mitnehmen, ist die rote Kerze. Achtung, Eröffnungskurs hier, Schlusskurs da, muss unterhalb des unteren Bandes nicht komplett nur ein Teil schließen. Bei einer blauen Kerze haben wir hier den Eröffnungskurs da, den Schlusskurs und dann sollte die Kerze gut ausgeprägt, haben wir letztes Mal besprochen, oberhalb des oberen Bandes schließen. Und damit hätten wir ganz plakativ die zweite Regel. Wir hatten einmal eine gut ausgeprägte Kerze, jetzt haben wir die gleitenden Durchschnitte. Dadurch, dass dieses Format aber auch ein Wissenstransfer sein sollte, werden wir uns nächste Woche mit den klassischen Indikatoren gleitenden Durchschnitte nochmal intensiv auseinandersetzen. Lennart, das Format My First Trade ist immer kurz und knapp und bündig. Mir hat das sehr viel Spaß gebracht und ja, ich freue mich schon auf die nächste Woche. Und ihr wisst ja, die Währung eines YouTube-Videos ist nicht Bitcoin oder Euro-Dollar oder DAX oder Pips. Nein, das ist der Daumen nach oben. Also wenn ihr das Format gut findet, drückt den Daumen nach oben und dann wünsche ich uns allen mit Lennart zusammen eine erfolgreiche und disziplinierte Handelswoche. Vielen Dank, vielen Dank. Also war mir auch eine Freude und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.